Heute Abend ist Silvester und meine Freundin kommt auch noch. Und, ja. Ja, und dann reisen wir durch Sri Lanka. Oh, ich kann das nicht glauben. Hey, du hier. Und während unsere Freundin ihren Jetlag ausschläft, packen wir unsere Post aus Deutschland aus. Das sind unsere neuen Schuhe. Wir haben die von Whitelings bekommen. Und wir werden jetzt 2 Monate testen hier in Sri Lanka. Hoffentlich auch die Dana gleich auch. Ja, dann geht's los. Dann geht's los. Very cheap price. If you like to go, I make a good price, my friend. Das Sri Lanka-Abenteuer beginnt. Wir nehmen Dana mit in unseren Reisealltag und tauchen mit ihr in eine neue Kultur ein. Dieses Land ist weltweit berühmt für seinen einzigartigen Ceylon-Tee. Bei der Besichtigung einer Teefabrik lernen wir, dass die Produktion bereits im 19. Jahrhundert begann, wie der Tee verarbeitet wird und kommen in den Genuss, diesen zu probieren. Und auch sonst testen wir uns durch das lokale Angebot und die Früchte des Landes, bevor es für uns weitergeht. Mit dem Zug durch die von Teeplantagen geprägte Landschaft heißt es nun auf nach Ella. Die Natur wartet auf uns. Mit anderen Reisenden erkunden wir das Hochland. Besteigen den Ella Rock. Wandern auf den Little Adams Peak. Und natürlich darf auch das Trampen nicht fehlen. Am Strand lassen wir die gemeinsame Zeit ausklingen. Beobachten die Surfer. Und auch ich bin beim Surfen in meinem Element. So, wir machen jetzt einen kleinen Ortswechsel, weil mein Vater kommt zu Besuch hier nach Sri Lanka und wir werden jetzt dort zu ihm reisen. Und die Sina steht schon da hinten und ist am Trampen. Vielleicht fahren wir auch mit dem Bus, mal gucken, was als erstes anhält. Wir sind auf dem Weg. Und auch mit diesem Besuch haben wir einige besondere Dinge geplant. Willkommen! 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 Willkommen in Sri Lanka! Willkommen in Sri Lanka! Der Udavalawee Nationalpark ist für seine reiche Tierwelt bekannt. Neben den verschiedensten Vogelarten treffen sich hier Wasserbüffel und Elefanten an der Wasserstelle. Diesen riesigen Tieren in ihrer natürlichen Umgebung so nah zu sein und ihnen beim Baden zuzuschauen, eine ganz neue und besondere Erfahrung. Jedes Lebewesen ganz bewusst wahrzunehmen und wir mittendrin. Wir
erleben, wie Axis Hirsche durch das Unterholz preschen. Bestaunen die grauen Dickhäuter und sehen, wie sich Affen ihre Nahrung suchen. Wir sind fasziniert von dieser wunderbaren Tierwelt. Die Gänsehautmomente setzen sich fort. Als wir mit unserem kleinen Boot über den Fluss fahren und nach Krokodilen Ausschau halten. Diese Urzeittiere sind nur schwer zu Gesicht zu bekommen. Doch wir haben Glück. Jedoch wird uns auch gesagt, dass die, die wir nicht sehen, vor denen sollen wir uns in Acht nehmen. Hitchhiken mit Papa. Wir stehen komplett auf der falschen Straße. Wenn ich das nach Hause schicke, wenn ich das im Club, meinem Club erzähle. Was die beiden alles ihrem Club erzählen, wissen wir nicht. Jedoch war die Zeit zusammen wunderschön. Und es tat gut, einen Teil der Familie nach so langer Zeit wieder bei sich zu haben. Wir verabschieden uns von diesem wunderschönen Land mit einem Beach-Clean-Up. Denn das Paradies hat auch seine Schattenseiten. Und so hoffen wir, zumindest ein Teil der Lösung des Plastikproblems zu sein. Durch Sri Lanka gereist mit unseren Wildlingsschuhen und wollten ein kurzes, knackiges Fazit geben. Richtig, ich fange mal an. Ja. Ich persönlich war nie überzeugt von Barfußschuhen, weil ich dachte, die sind uncool. Jetzt habe ich mittlerweile herausgefunden, es gibt richtig, richtig stylische, wie diese hier. Und wir wurden auch schon öfters darauf angesprochen, was das denn für coole Schuhe sind. Ja. Genau, deswegen habe ich mich darauf eingelassen und also mein erstes Lauferlebnis war gerade bei einer Wanderung. Am nächsten Tag hatte ich super Muskelkater hier vorne. Wenn man seine Füße ganz anders belastet mit solchen Schuhen, man spürt jeglichen Untergrund. Wir sind über Asphalt gelaufen, wir sind über Sand gelaufen, wir sind über Steine gelaufen, über Erdboden. Alles Mögliche. Und man merkt es, man spürt es und man ist viel mehr connected mit der Umgebung. Und das hat mich echt überzeugt, weil man viel bewusster läuft. Ein ganz anderes Lauferlebnis. Und ich war einfach nur hin und weg und bin super begeistert. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich hatte davor ja schon Barfußschuhe und mit denen war ich unzufrieden. Deshalb wollten wir auch die jetzt testen und haben die bekommen zum Testen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde sie richtig cool. Erstmal sind sie super leicht, was der Nils auch schon gesagt hat. Die sehen gut aus. Dann können wir vielleicht noch dazu kurz sagen, also meins ist ein Papierschuh. Die Wildlinge, die haben auch noch Hanf und Leinen. Deins ist ein Hanfmodell, genau. Und was uns halt auch wichtig war, dass das vegane Schuhe sind, sind sie. Also falls ihr mal auf der Homepage von denen vorbeigucken wollt, da könnt ihr dann immer in der Beschreibung sehen, aus welchen Materialien die Schuhe sind. Ja, und sonst, ich trage die super gerne. Ich finde, man spürt den Untergrund richtig cool durch und fühlt sich gut connected.
ja, das war's eigentlich schon. Wenn ihr noch Fragen zu den Schuhen habt, dann könnt ihr die uns in die Kommentare schreiben. Und wir kriegen wahrscheinlich nochmal ein anderes Modell, weil wir beschlossen haben, dass wir durch Bangladesch komplett durchlaufen wollen. Mal schauen. Und ja, ob wir es schaffen. Und wir haben uns extra ein kleines Land ausgesucht. Und dann können wir danach vielleicht nochmal ein Fazit geben. Aber bisher sind wir super begeistert. Und ich finde es richtig cool, dass der Nils jetzt auch Waffelschuh mag. Bis jetzt war ich da immer ein bisschen alleine. Ja. Der Link ist in der Bio. Da könnt ihr auf die Webseite gehen und euch selbst ein Bild darüber machen. Ciao.